Hallo und herzlich willkommen bei Thomas Kocht. Wir machen heute wieder mal ein Pasta-Gericht, und zwar machen wir Spaghetti mit Garnelen. Extrem lecker, extrem einfach und ein Gericht, wie ihr so besser in keinem Restaurant serviert bekommen werdet. Ich wünsche euch viel Spaß bei dem Video. Für unser Pasta-Gericht brauchen wir Spaghetti oder eben die Pasta, die ihr vorzieht. Fettuccini passen auch wunderbar, Linguini. Dann habe ich hier Garnelen. Ich habe jetzt hier mal 5 Stück pro Person gerechnet. Wichtig, nehmt wirklich rohe Garnelen. Die können ruhig tiefgefroren sein, sollten aber nach Möglichkeit natürlich eine vernünftige Qualität haben. Die hier waren mit Schale, das ist, finde ich, auch mit am besten. Dann habe ich hier noch Kirschtomaten, Salz, Pfeffer, 1 bis 2 Knoblauchzehen. Ich nehme jetzt hier eine, die ist ziemlich groß. Ein wenig frischer Basilikum und ein bisschen schönes Olivenöl. Und das war's auch schon. So, zu den Garnelen kann man jede Menge sagen. Das sind in dem Fall jetzt hier Riesengarnelen. Wichtig ist wirklich, nehmt keine vorgekochten. Die findet man immer häufiger. Ist natürlich einfach, aber es schmeckt nicht. Denn wenn ihr die dann noch bratet, sind die einfach nur trocken und zäh. Die habe ich jetzt selbst entdarmt. Da war auch noch Schale dran. Ich habe jetzt hier eben geschält. Und wenn der Darm noch in dem Fall noch drin ist, einfach aufschneiden, einen kleinen Schnitt machen. Und dann könnt ihr den mit dem kleinen Messer da rausziehen. Also keine Hexerei, geht wirklich ganz, ganz einfach. So, wenn ich darauf warte, dass mein Nudelwasser kocht, kann ich die Tomaten schon mal halbieren. Das reicht eigentlich schon. Knoblauch schälen und dann einfach in Scheiben schneiden. Wenn ihr hier so einen grünen Keim schon drin habt, würde ich den auf jeden Fall rausnehmen. So, dann einfach in feine Streifchen schneiden. Und damit ist unsere Vorbereitung schon abgeschlossen. Wir nehmen uns dann hier noch ein paar Blätter von dem frischen Basilikum. Den brauchen wir aber nicht schneiden. Und dann machen wir wirklich die ganzen Blätter einfach drunter, so wie sie sind. So, wenn man Nudelwasser sprudeln kocht, gesalzen habe ich das schon gut. Dann gebe ich meine Nudeln rein. Ein bisschen größerer Topf wäre praktisch. Aber ich habe jetzt hier einfach einen kleineren genommen. Richtwerte sind immer ungefähr 10 Gramm Salz pro Liter Wasser. Also sollte wirklich ein bisschen wie Meerwasser schmecken. So, wenn meine Nudeln kochen, gebe ich hier einen großzügigen Schluck Olivenöl rein. Je nachdem, was ihr für Nudeln habt, solltet ihr die immer direkt am Anfang reinmachen. Meine kochen hier 10 bis 12 Minuten. So, und länger als 10 Minuten braucht ihr auf jeden Fall nicht, bis eure Soße und Garnelen fertig sind. Wenn das Öl heiß ist, geben wir unsere Garnelen rein. Und braten sie einmal scharf an von jeder Seite. So, und dann geben wir unseren Knoblauch dazu. Damit uns der nicht anbrennt, geben wir auch gleich unsere Kirschtomaten rein. Und drehen die Hitze ein bisschen runter. So, und bevor uns der Knoblauch jetzt anbrennt, löschen wir das mit einer Kelle Nudelwasser ab. Würzen das Ganze mit Salz, Pfeffer aus der Mühle und dann stellen wir das erstmal auf die Seite, bis die Nudeln fertig sind. Wenn ihr das riechen könntet. So, für meinen Geschmack ist die Pasta jetzt al dente. Die habe ich jetzt abgegossen und die wandert dann direkt zu meinen Garnelen. So, darauf noch unser Basilikum und schon ist unsere Gourmet-Pasta fertig. Das duftet so richtig, richtig gut. Also für alle, die
dieses Jahr auf ihren Italienurlaub verzichten mussten. Hier ist er auf dem Teller oder besser gesagt in der Pfanne. So, dann nur noch das Ganze anrichten. Spaghetti immer gar nicht so einfach, das schön und ordentlich hinzubekommen. Wie siehst du? Ja, wie siehst denn du aus? Ja? So, nichts geht wirklich über eine schöne, einfache, leckere Pasta. Oh, der Duft ist wirklich himmlisch. Sehr lecker. Kleines bisschen frischer Pfeffer, wenn möchte, noch oben drüber. Und natürlich könnt ihr auch Parmesan drauf machen, auch wenn viele immer sagen, oh mein Gott, Meeresfrüchte, Parmesan geht gar nicht. Es geht alles, wenn es schmeckt. Und Parmesan, sind wir mal ehrlich, Parmesan auf Nudeln kann nicht nicht schmecken. Wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich wie immer über einen Daumen hoch. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr neu bei mir seid, dann verpasst ihr keines meiner Videos und Rezepte mehr. Und schaut auch gerne mal bei Facebook und Instagram vorbei. Ich sage viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. We'll be right back.